Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Eronia. Leute, was ist denn los? Wir haben die 200 Abonnenten-Marke geknackt. Wow, ich bin einfach sprachlos. Einfach der Wahnsinn. Das ist einfach unglaublich. Wir haben jetzt fast 3 bis 4 Jahre gebraucht. Wir haben die 200 Abonnenten-Marke geknackt. Jetzt nochmal 3 bis 4 Jahre. Dann haben wir schon 400. Und jetzt nochmal 3 bis 4 Jahre. Dann 200, 400. Sorry, ich war nie gut im Lesen, ne? War immer so eine Schwäche von mir. Auf jeden Fall ein herzliches Dank an die Leute, die die Videos regelmäßig schauen, und natürlich auch an die, die sie nicht regelmäßig schauen. Auf jeden Fall an die, die Videos überhaupt schauen. So, vielen Dank. Das war jetzt aber nur kurz am Rande. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Okay. Es ist wieder soweit. Apple hat ein neues iPhone auf den Markt gebracht. Und die Leute stehen wieder Schlange vor den Supermärkten. Es ist wirklich unglaublich, wie sie stundenlang in der Schlange stehen, nur um eins zu ergattern. Oh, sorry, ich habe mich vertan. Die stehen nicht vor den Supermärkten wegen iPhone. Quatsch. Die stehen wegen Toilettenpapier. Jetzt ergibt das Ganze auch Sinn, weil iPhone gibt es ja im Apple Store und Toilettenpapier im Supermarkt. Aber ich frage mich, wie heißt denn im Apple Store die Toilette? iPod? Für Podcast? Das ist völlig lächerlich. Ach ja, was haben wir über die Ossis gelacht mit den Bananen und so? Die sind ja wie die Tiere auf das Toilettenpapier, die Bananen gestürmt. Warum brauchen einige Menschen 10 Packungen Toilettenpapier zu Hause? Genau, weil sie Arschlöcher sind. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Armut, Zerstörung, Leid, Hunger. Aber im Vergleich war der Erste und der Zweite Weltkrieg nur ein Kindergeburtstag. 2020, eine Menschheit ohne Toilettenpapier. Wir haben richtig verkackt. Aber Leute, dreht nicht durch. Macht's wie mit Klopapier. Scheiß drauf. Im Geschäft läuft das Geschäft für das Geschäft. Die Deutschen haben mehr Angst vor Toilettenpapiermangel als vor Corona. Selbst wenn es einen zweiten oder einen dritten Lockdown gäbe. Die Geschäfte bleiben offen. Und wenn alle normal einkaufen würden, dann würde es auch keine Engpässe mehr geben. Und wenn sich alle an die Regeln für das friedliche Zusammenleben halten würden, dann würde es auch keine Arschlöcher mehr geben. Und wenn es weniger Arschlöcher gibt, dann braucht man auch weniger Toilettenpapier. Logisch. Hier, kurzer Witz. Treffen sich zwei Freunde mit Mundschutz und Sicherheitsabstand. Eigentlich fängt der Witz an mit treffen sich zwei Freunde. Aber ich fand, das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Sagt der eine, was machst du eigentlich beruflich? Sagt der andere, ich arbeite im Theater. Fragt der andere, also der eine wieder, oh, was ist denn da deine Aufgabe? Sagt der andere, ich verteile die Rollen. Dann sagt der andere wieder, oh, ein sehr anspruchsvoller Job. Sagt der eine wieder, eigentlich nicht. Ich muss nur dafür sorgen, dass auf jeder Toilette eine Rolle ist. Ohne Toilettenpapier kriegt man die Scheiße nicht weg. Aber auch mit Toilettenpapier bleiben die Rassisten trotzdem da. Psychologen sagen, Toilettenpapier gibt uns Sicherheit in Krisenzeiten. Also die meisten, die ich kenne, wischen sich damit den Arsch und spülen es runter. Atombombe explodiert? Scheißegal. Ich fühle mich sicher. Dank Ultrastark und reißfest. Ich weiß nicht, ob das von Charmin ist. Das kann auch von Zewa sein. 2020. Das Jahr, wo es kein Toilettenpapier mehr gab. So Leute, das war's vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, wann ihr das Video auch immer seht, über welchen Weg auch immer. Elfe Liebe, euer Ex-Asylant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Falls einer noch Toilettenpapier bei euch zu Hause hat, ich habe nur noch eine Rolle. Wirklich. Wirklich. Ich schwöre nicht. Da hat einer gesagt, wenn man kein Toilettenpapier hat, dann kann man sich auch den Popo mit Wasser wischen. Mit Wasser. Dann lieber die Buchse so hochziehen.